Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich würde sagen, spielen wir noch ein bisschen weiter, ne? Der Fluch der Wadjet. Das klingt doch ganz gut. Das werden wir mal in Angriff nehmen. Da unten ist er. Jumpen wir erstmal hier runter. Oh. Sicherheit für alle! Die verstärkte Militär. Hergehört! Bitte seid vorsichtig! Ja, seid mal Fluch? vorsichtig. Wovon redest du überhaupt? Komisch, die sehen alle gleich aus. Griechen und Ägypter leben nicht mehr in Harmonie. Die Götter krollen deswegen. Ich bin Nanefer. Ich weiß nicht, ob ich Grieche oder Ägypter bin. Ich bin ein Waisenkind. Keine okay. Harmonie. Was meinst du damit? Die ägyptische Göttin Wadjet schickt Nachtschlangen in griechische Viertel. Okay. Griechen wurden getötet. Wir sind nicht mehr im Gleichgewicht. Alter, was ein Stotterer. Nördlich der Villa. Nördlich der Villa. Ich will das untersuchen. Okay. Das war schwerer, als es hätte ja sein müssen. Würde ich auch sagen, ja. Aber über Stottern, da brauchen wir irgendwie. Brauche ich mir irgendwie keine Gedanken machen drüber. Wieder so ein Untersuchungsding. Normal magisch. Nick, was war das? Die Göttin Syrn. Das war ganz nahe im Norden. Muss wohl etwas mit dem Fluch zu tun haben. Okay. Was war hier los? Ich rieche das verbrannte Fleisch. Okay. Dieser Krug gehört hier nicht her. Da drin bewegt sich was. Eine Schlange, was denn sonst, ey? Noch ein von Wadjet verfluchter Fremder. Schon der dritte diese Woche. Nein, Mann, ich bin ein Magi. Die Griechen haben nichts anderes verdient, wenn du mich fragst. Aber was weiß ich? Ich bin ja nur ein einfacher ägyptischer Hauswart, der diesen Scheißkerl hinterherputzt. Hey, Vorsicht, was du sagst. Okay. Es gab Tote. Ich muss mich hier umsehen. Okay. Was du dir ansehen solltest, ist deine Hautfarbe, Söhnchen. Harmonie ist, was wir brauchen. Und nicht noch mehr Vorurteile. Hör zu, wir haben in einer Höhle unter dem, was vom großen Tempel übrig ist, einen Schrein gebaut. Warum ehrst du dort nicht Wadjet mit uns? Ägypter müssen derzeit zusammenhalten. Vielleicht später. Erst sehe ich mich um. Ja. Ah, okay, dann habe ich schon mal den Schuldigen gefunden, ey. Okay. Das Ziel haben wir schon mal lokalisiert. Und dann muss hier irgendwo noch ein bisschen ein Schatz sein. Da ohne ist er. Oder sind noch mehr Schätze? Nee. Ich würde sagen. Ach komm ey, ich rotze euch einfach um und dann hat sich das. Leute. Diese Krüge habe ich auch schon im Griechenviertel gesehen. Ja, ich auch. Erkunde den Schrein des Hauswarts. Hier züchten sie die Schlangen. Götter, ich hasse Schlangen. Oh, ich auch. Tja.
Alter, voll desynchronisiert, ey. Ugh. Das ist natürlich kacke. Ich mag Schlangen auch nicht. Wie kann man eigentlich die Fackel werfen, wenn man hat? Hier züchten sie die Schlangen. Götter, ich hasse Schlangen. Irgendwie kann man den... Gut. Alles schön abfackeln, ne? Die Schlangen gehen süß, Alter. Ja, ja. Fackelt ruhig schön ab, ihr Babys. Okay. Ein aufwendiger Schrein für die Schlangengöttin Wajet. Okay, der Ort ist beendet. Brief des Hauswarts. Wie es sich anhört, werde ich den Hauswart nicht mehr suchen müssen. Er hat mich schon gefunden. Okay. Wo ist denn das der Hauswart? Hauswart, die Schlangen waren deine. Du dienst den Griechen? Dann komm her, du nutzloser Ionia-Sklave. Folge den Befehlen deines Herrn wie ein guter griechischer Hund. Ich kämpfe für Ägypten. Und für wen kämpfst du? Ich diene niemandem. Und ich kämpfe für alle. Ehrlich? Dafür wirst du sterben müssen, mein Freund. Hä? Dafür musstest du sterben. Ein Land. Dafür hast du jetzt den Tod mehr als verdient. Gibt es ja noch was zu tun? Hier, der ist anscheinend auf dem Meer. Was haben wir denn hier? Da sind ja auch noch welche. Oh. Ja, das sind aber Missionen, die so noch ein bisschen zu schwer sind. Riten für Anubis. Machen wir erstmal die Riten für Anubis. Wenigstens kann ich die Geisel retten. Die Männer des Hauswarts halten sie in Paniki fest. Oh. Okay, sorry, habe ich nicht gesehen. Die Göttin zum Töten von Griechen. Woher dieser Hass? Habe ich nicht gesehen, deswegen. Traurig. Ja. Das ist genau das, wovor Nani verwarnte. Ägypten verliert die Harmonie. Was ist hier los? Ein weiteres Werk des Hauswarts. Oh. Diese armen Griechen waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, leider.
So, Enorma Langensis, Abnorma Stingensis. Oder wie heißen die blöden Schlangen? Ich mag Schlangen irgendwie auch nicht. Schon komisch, dass der absolute Endboss da die Schlange sein soll. Da vorne ist das Versteck des Hauses. Auch schon krass. Okay. Hier sind lauter Gegner. Das ist natürlich ein bisschen. Naja. Vielleicht habe ich noch ein paar Pfeile übrig, um die abzuschnipern. Okay, das Panugi-Bugi perfekt. Ich will mal ein bisschen umsnipern. Ich will mal so platt machen. Also ich finde ja. Wegen mir könnt ihr burnen hier, Leute. Ah, wisst ihr was? Hi Jungs. Und wenigstens wird er nicht entkommen. Uns hey. Du hättest nicht herkommen sollen. Doch, hätte ich. Oh, Dick so synchronisiert. Oh Mann. Das war irgendwo klar. Okay. Da vorne ist das Versteck des Hauswarts. So weit weg. Shit. Immerhin sind die anderen zwei Jungs noch kaputt. Und das ist gut so. Weggesnipert, Junge. Im Schlaf weggesnipert. Auch weggesnipert. Wer bist du? Was soll das? Schön ausräuchern, die Jungs. Ich
Also ich treffe den von hier hin. Du bist platt, Junge. Ja. Oh. Ja, komm, ich riskier's mal. Hey, Weg abschneiden. So viel dazu. Ja, wieder ein bisschen gemopst. Wo ist eigentlich der? Der Schatz von dem, die da als labern. Ah, da ist er. So. Kannst du stehen? Nein, kannst du nicht. Sei Dank. Ich glaube nicht. Ich wurde geschlagen. Ganz ruhig. Wurde geklappt, Junge. Okay, aber wohin? Wo soll ich dich hinbringen, Junge? Ja. Wolltest du eigentlich nicht wieder aufstehen? Ja, jetzt. Kannst du gehen? Sie schlugen mich, weil sie mich für einen Griechen hielten. Warte. Okay. Du hast doch gestottert. Bei unserem ersten Treffen hatte ich Angst. Da stottere ich eben. Bei den Göttern ist okay. Nichts wahr? Nun, du lebst, Nanifer. Sei dankbar. Ja. Ich lebe, aber Ägypten ist ohne Gleichgewicht. Du musst wissen, Magi. Das Gesetz will Harmonie zwischen allen Völkern. Möge Serapis uns einen. Der Kult des Hauswarts ist erledigt. Aber Nanifer hat recht. Ägypten ist aus dem Gleichgewicht. Und das liegt am Orden der Ältesten. Okay, Quest abgeschlossen. Was haben wir denn da? Ein bisschen Ausrüstung. Dudimosenschwert kann weg. Kanäische Klinge kann weg. Die blaue Klinge brauchen wir auch nicht. Der komische Stab kann weg. Der leichte Speer kann weg. Haben wir noch ein paar Bögen, leichte Bögen. Vergiftung bei Treffer. Ich kann schon wieder nichts leveln. Leute. Ich hätte so gerne was gelevelt, ey. Ich würde fast sagen, machen wir die zwei Aussichtspunkte noch. Und dann... Dann soll es erstmal für heute wieder gewesen sein, ja. Ja. Aber da ist auch so ein... Da ist jetzt wieder so eine... Ja, wie soll ich das nennen? Das ist so eine Art schwere Musik. Kann man das nennen. Oder so bedrückend. Ja. Eine bedrückende Musik, irgendwie so schwer. Ja, doch, ich würde sagen, ich nenne das schwer. Was haben wir hier?
Oben ist ein Schatz drin, aber ich glaube. Soll ich mal riskieren oder? Probieren wir es mal. Ich meine, wenn ich da was mitnehmen kann, warum nicht? Hoffentlich sind da jetzt keine. Oh, das wusste ich. Alter. Alter. Okay, Ort beendet. Wieder so ein blöder Schlangenort, ey, ja. Mann, 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 Mann. Ich hasse diese Schlangen. Egal, wieder ein Ort abgehakt. Und da können wir doch glücklich mit sein. Ja. Aber hier ist doch auch irgendwas. Sieht doch aus fast wie ein Sammelsurium von irgendwelchen Typen. Was ist das da hinten? Nee. Hier ist eine Riesenburg. Ey! Also diese Burg, die wird echt heftig sein, die platt zu machen. Oh. Synchronisieren. Oh, eine richtig fette Burg. Das wird nicht einfach. Das sage ich euch so. Die auszuschalten wird echt nicht einfach. So. Das ist diese komische Burg. Jetzt gehen wir noch dahin und auf dem Weg. Yay! Ja. Nehmen wir erstmal super Pferdchen. Also bis ich noch keinen Namen habe, nenne ich das einfach super Pferdchen, weil das ist ja ein cooler Name an sich schon. Und auf dem Weg dahin gucken wir uns das noch an. Ich glaube, das hat was mit Geiern zu tun. Ptolemäus. Tu Mongi, Alter. Ja, hab sie zerstört. Wir sind noch geil. Warte mal. Welcher von euch? Oh, shit. Ja. Die sind noch zu stark. Dass Geier zu stark sein können. So auch nicht gesehen. Das habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Hier sind noch 300 Meter bis zur nächsten Abhakung. Das gucken wir uns mal an.
Aber ich denke mal, wenn ich mir das hier so angucke. Gelbes Wasser. Mattoase. Aber sagt mir jetzt aber so nichts. Die Mattoase. Egal, ich habe sie ja gepackt. Und jetzt, wenn wir den Punkt noch synchronisieren. Und dann war es das mal wieder für heute. Da haben wir schon wieder einiges gut gemacht. Gibt es ja eigentlich wieder Ausrüstung? Ja. Wieder mal ein Schild. Stufe 31, aber der ist nicht so stark wie meiner. Nahkampf. Scherenklingeln. Klingeln. Dann machen wir mal die Spiegelklingen weg. Ist was verfügbar? Nee. Dauert wohl noch ein bisschen. Drei Eisen brauche ich noch. Ja. Achso, Entschuldigung Leute, dass die Parts unterschiedlich lang sind. Ich mache die nach Gefühl. Also weiß ich nicht genau, wie lange ich zocke und ja. Das ist ein, sieht aus wie ein Römerlager ungefähr. Da sind bestimmt auch wieder welche drin, die. Also Plündern gibt es hier aber irgendwie nichts. Oh doch, gibt es. Doch, das gibt es. Aha. Guck mal an. Aha. Der Wind wird stärker. Nicht gut. Egal. Bis dahin bin ich schon lange über alle Berge. Okay. Hier oben ist nichts. Hier oben ist wieder ein bisschen Vogelschiss. Also synchronisieren wir. Jetzt können wir von beiden Seiten auf die Burg gucken. Das ist doch schon mal cool. Cooler Anblick ist so gewollt und auch so gewünscht. Ja. So. So ein bisschen Ausrüstung verbraten. Motivierendes Duett. Da machen die Scherenklingen weg. Aber ich kann mir immer noch nichts kaufen dafür. Oh Mann. Aber die Wahrnehmung ist schon ein bisschen weiter geworden. Ich schätze mal. Hier sagt, aber die Filiakitai sind mir auf den Fersen. Das ist hier zum Beispiel der Galater. Und hier haben wir schon wieder den Eisernen Bullen. Der gibt natürlich nie auf. Der eiserne Widder, der Fremde. Stufe 30, das werden wir
Wenn du als nächstes mal einen Angriff nehmen. Aber die Riten für Anubis können wir dann machen und die Rebellen-Allianz können wir auch machen. Okay, bis zum nächsten Mal, Freunde.